Ein Stehpuppenspiel, das Hirtenbübchen, nach einem Kinderbuch von Ruth Elsässer. Es war einmal ein kleines Hirtenbübchen. Das hatte nur ein einziges Schäfchen. Und weil das Schäfchen ganz und gar weiß war, nannte er es Schneeweiß. Er hing ihm ein kleines Glöckchen um den Hals, so dass er es überall hören konnte. Das Hirtenbüblein ging mit Schneeweiß jeden Tag auf die Weide und suchte nach frischen Gräsern und nach duftenden Kräutern. So war es auch heute. Und zwischenzeitlich war das Bübchen sehr durstig geworden. Und tatsächlich, schon hörte man ein leichtes Rauschen im Wald. Und sie fanden eine Quelle. Wie freute sich das Bübchen über das kühle Nass und genoss es. Das Schäflein sprang lustig über das Bächlein und erfreute sich an den glitzernden Steinen und dem vielen Moos, über das das Wasser plätscherte. Nun wurde das Bübchen müde. Es legte sein Hütchen ab. Und auch seine Hirtentasche. Und machte ein kleines Nickerchen. Das Schäfchen blieb auf der Weide. Es sprang über das Bächlein und genoss es, die frischen Kräuter zu finden und die duftenden Blumen nebst dem wunderbaren Gras und lief weiter und weiter dem Bach entlang. Das Büblein war inzwischen aufgewacht. Es streckte sich und dehnte sich und rief: Schneeweiß, Schneeweiß. Aber keiner antwortete ihm. Er konnte auch das Glöcklein nicht hören. Da legte er schnell sein Hirtentäschlein um, setzte sich sein Hütchen auf und machte sich auf den Weg, Schneeweiß zu suchen. Er war lange unterwegs. Ja, inzwischen wurde es sogar Abend, aber nirgends konnte er Schneeweiß finden. Da setzte er sich traurig auf ein Bänkchen. Und die ersten Tränen ronnen ihm über die Wangen. Wo war Schneeweiß? Da hörte es hoch in der Luft einen Vogel singen. Er trillerte schon sein Abendlied. Und das Bübchen rief dem Vögelchen zu: Vöglein, Vöglein klein, sag mir, wo ist Schneeweiß, das Schäflein mein? Da kam das Vöglein ganz nahe zu dem Bübchen, nickte mit dem Köpfchen und zeigte mit dem Schnäbelchen in eine Richtung. Dann erhob es sich in die Lüfte und setzte sich wieder in den Wipfel eines Baumes.
das Büblein aber stand auf und machte sich sofort auf den Weg. Es musste in diese Richtung gehen. Und schon kam ihm ein kleines Mäuschen entgegen. Fiep, 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 fiep. Und das Büblein fragte, Mäuslein, hast du mein Schäflein gesehen, Schneeweiß? Fiep, nein, sagte das Mäuschen, aber ich kann dich zum Häschen bringen. Das hat so lange Beine und kommt weit herum. Fiep, 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 fiep. Und sprang voraus. Tatsächlich war das Häschen zu Hause. Es hatte sich sogar schon schlafen gelegt. Aber es kam sofort herausgesprungen und das Bübchen konnte es fragen. Häslein, hast du Schneeweiß gesehen? Nein, sagte das Häschen, das habe ich nicht gesehen. Aber ich weiß dir einen Rat. Geh zu Frau Eule, sie wohnt dort drüben. Und sie kann dir vielleicht weiterhelfen. Sie hat ganz große Augen und sieht auch in der Nacht so gut. Huhu, kam es ihm da entgegen. Und das Büblein machte sich sofort auf den Weg zur Frau Eule. Hu, 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 klang es ihm entgegen. Das Bübchen musste sich seinen ganzen Mut zusammennehmen und die Eule fragen, Frau Eule, hast du vielleicht Schneeweiß, mein Schäfchen, gesehen? Nein, sagte die Eule, aber bei mir im Wurzelwerk wohnt der Walzwerk. Der weiß vielleicht Rat. Danke, sagte das Bübchen und klopfte an. Männlein, Männlein, komm herfür. Männlein, Männlein, öffne mir die Tür. Und tatsächlich öffnete sich die Tür und heraus kam ein kleiner Waldzwerg. Das Männlein hatte einen langen Bart und ein Lämpchen. Es hatte auch Schneeweiß nicht gesehen, aber es sagte zum Bübchen, ich werde dich begleiten und dir auf dem Weg leuchten. Der Waldzwerg ging voraus. Er durchwanderte das tiefe Gehölz und stieg hoch hinauf auf die Hochweide. Und das Büblein folgte ihm. Oben angekommen waren sie ganz leise, damit sie gut hören konnten. Und tatsächlich, auf einmal hörte man Mäh, Mäh. Schneeweiß muss irgendwo in der Nähe sein. Das Bübchen sah in alle Winkeln und tatsächlich, es war in einen Graben gefallen und konnte nicht mehr herauf. Ihr könnt euch vorstellen, wie schnell sie weiß hinunter, wie schnell das Bübchen hinunterkletterte und Schneeweiß in die Arme nahm. Es zitterte vor Kälte.
Wie glücklich war das Häschen! Nun konnte es sich wieder schlafen legen und das tat es mit viel Freude. Auch das Mäuschen freute sich, dass das Bübchen Schneeweiß wieder gefunden hatte. Das Männlein aber ging voraus und begleitete die beiden sicher bis nach Hause. Lichtlein, Lichtlein, leuchte, leuchte uns voraus. Lichtlein, liebes Lichtlein, leuchte, leuchte uns nach Haus.